Erste Frage an dich, bevor es hier losgeht. Warum hast du mir damals Gefühle vorgelügnet? Ich habe auch eine Frage an dich. Hast du mit da geschmust? Bitte sag's hier nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Trashkurs mit Lena und Tessa. Bei uns geht es heute um Ex on the Beach Folge 8. Ansonsten reden wir noch über andere Trash-Formate und was so in der ganzen Welt abgeht. Heute geht es um die Exen. Und es war irgendwie auf eine Art eine wilde Folge, weil viel passiert ist. Andererseits überrascht uns ja auch gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Fangen wir einfach an bei Erik und seinem kleinen Problem, was er da immer hat, weil er eigentlich möchte er ja immer noch Tara, unbedingt. Er hat ihr ja ganz groß versprochen, heute nehme ich mir Zeit für dich. Und dann muss der Arme auf ein Date gehen mit Vanya. Mit der Nebelkrähe. Ich habe richtig Schiss. Also nee, eigentlich habe ich hier keinen Schiss mehr. Irgendwas zu sagen, denn es ist ja ganz klar, wir haben auf jeden Fall irgendwas gegen Frauen, Tessa. Ja. Trotzdem, ich fand das, den ganzen Mut schon wieder von Erik ganz komisch. Und ich dachte so, oh, wenn Tessa mich heute als erstes fragt, was ich jetzt noch von Erik so halte, dann es gibt nur das Wort Feigling. Es gibt einfach nur dieses Wort. Und am allerschlimmsten ist einfach, dass ich ein Interview gelesen habe, wo er meint, wo er also ein bisschen einen Umriss gibt, wie seine Frau, Traumfrau aussehen sollte oder generell die Frau an seiner Seite. Sie muss mich ständig bemuttern, also am liebsten alles machen, was ich möchte. Gut. Nur ein kurzer Auszug. Nur ein kurzer Auszug. Erik! Ach Mann! So, also das ist ja wirklich, wir haben letzte Woche, war ich noch so, ach komm, eigentlich ein cooler Typ. Diese Woche gefühlt die größte feige Sau, die es auf diesem Planeten gibt, lächerlich hoch 10 und dann noch so ein Show wie, Erik, Mensch, ist denn los? Was ist los? Ja, er musste ja mit Vanya auf ein Date und da wurden wir ja auch ein bisschen hinters Licht geführt. Letzte Folge, wir haben ja eigentlich gedacht, sie muss jemanden rausschmeißen, war aber nicht so. Sie musste nur jemanden auswählen für ihr Date, was eine Viertelstunde ging und irgendwie hinten war, auf dem gleichen Grundstück, keine Ahnung. Und Erik hat ihr auch aber kurz so gesagt, hinterm Zaun, ja, einfach genau. So eine Decke hinterm Zaun hingelegt. Psst, hier ist euer geiler Date-Spot. So. Nach 15 Minuten, Erik sagt, ich möchte Tara und so, aber ich weiß, ich kann dir nicht widerstehen. Da muss natürlich geknutscht werden. Dann geht's wieder zurück. Bitte sag hier nichts. Kannst du es ihr bitte nicht sagen? Ich will nicht, dass sie es erfährt. Und ich denke mir so, Erik, come on. Wie Tara es auch schon gesagt hat, dann im Nachhinein, wenn du Scheiße baust oder wie auch immer man das jetzt definieren will, weil ihr seid nicht zusammen, okay, aber dann musst du halt dazu stehen, weil gerade in so einem Setting kommt es sowieso raus. Es ist einfach nur alleine drin. Also mir wäre es schon so zu blöd, Vanya zu fragen oder generell eine Person dann so zu, also dann immer zu fragen, sondern so darum zu bitten, hier, du sagst aber bitte nichts, hier, zack. Weil ganz ehrlich, wenn wir einfach alle unsere Klappe halten, wenn alle ruhig sind, dann kann man auch mal ein paar kleine Fehlerchen machen. Was? Nein, also kommst du dir denn nicht selber schon super blöd vor? Und wenn ich dann noch an Vanyas Position gewesen wäre, also man kommt sich so hart ausgenutzt vor. Naja, ja, natürlich. Gut. Ja, aber du, wenn alle anderen ruhig sind, du, mal ein bisschen hier schön Wetter machen. Das Problem ist natürlich nur, er hat ja noch gesagt, unser Date war ganz cool. Warte kurz, da geht's in mir hoch. Ich kann meinen Satz nicht mal beenden. Er hat gesagt, das Date war ganz entspannt. Es war wie, wenn ich zu meiner Oma gehe und ein paar Kekse esse. Also ich weiß nicht, was bei deiner Oma abgeht. Dann bringt er Tara noch so ein dummes Glas mit? Oh, Lena. Was sollte das? Mich sauer. Weil er Taras Name eingraviert? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Oder war es einfach nur ein fucking simples Glas von einem Date, auf dem er gerade offensichtlich nicht mit Tara war? Cool, danke fürs Glas. Ich muss auch mal sagen, Leute, wenn ihr
versucht, irgendwas zu vertuschen, dann macht es nicht übermäßig. Denn jeder hat gemerkt, irgendwas ist da im Busch. Wenn der zurückkommt, der ist überhaupt nicht normal gewesen. Oh, es war ganz cool, es war ganz entspannt, oder, Vanja? Es war mega entspannt. Wir haben nichts gemacht, oder? Wir haben nur gechillt, oder? Kurz, am geilsten war ja dabei noch Tara, die ja noch sauer war, dass es nur 15 Minuten hinterm Zaun waren, weil sie sagt, das kann ja jeder. Der braucht viel mehr Zeit, um in Versuchung zu kommen. Nee, Erik, hol mal Bier. Ich brauche hier ungefähr 2 Minuten. Wahrscheinlich nicht mal. Aber Erik hat ja dann, um dem mal das mal vorzugreifen, selber in die Scheiße gegriffen am Ende, weil er war dann natürlich ein bisschen Alkohol geflossen und dann kann man das ja mal einer Sandra erzählen. Da kann man es auch gerne mal Tommy Gewissen. Erzählen. Es ja. war sein Gewissen. Er konnte es nicht mehr an sich halten. Also wenn Tommy irgendwas erfährt in der Villa, bin ich mir zu 100% sicher, dass das natürlich weitergetratscht wird. Und natürlich kommt es auch zu Tara durch Vanessa. Ihre Freundin hat gesagt, du, ich bin deine Freundin, Alter. Ich erzähl dir alles, Alter. Und welche Vanessa eigentlich nochmal? Welche Vanessa Schmerling. Eigentlich? Wie hieß sie? Mariposa? Schmetterling. Ja, ja, gut, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Vanessa Zitronenfalter. Und dann wusste es Tara und ab dem Zeitpunkt hat sie gesagt, ich möchte romantisch mit dir gar nichts mehr zu tun haben, ich will dich nicht mehr sehen, bitte hau ab. Und er sitzt, hockt ja auch da so dumm hinter der, oh, bitte, bitte, da kommt Vanja nee. Rein. Und bei dir nee, so? Warte mal ganz kurz. Erstmal hat er den Spieß dann noch abends komplett umgedreht, wo es dann ja rauskam und meinte ja, ja, weil du mir zu wenig Aufmerksamkeit schenkst, deswegen bin ich so und deswegen habe ich das gemacht, also eigentlich ist es deine Schuld. Und dann noch so mit Türe plauzen und so wegrennen. Was war Alter. Denn? Also, come on. Gut, okay, also ich würde sagen, unter Erik Dr. Sinsen ist jetzt in dieser Folge erstmal ein Strich gesetzt und ich möchte gerne zu Chrissy kommen. Ach, oh. Also, ja. Und dann an dieser Stelle, ihr seht es nicht, aber hier sind ganz viele Fragezeichen gerade bei mir. Weil sie hat ja in der letzten Folge mit Diogo rumgemacht und hat, dachte ich, gesagt, dass Diogo eher ihr Typ wäre. Jetzt plötzlich ist es aber eigentlich doch wieder Halil. Aber mit Diogo kann man ja trotzdem mal kurz duschen gehen. Du, Diogo sagt doch auch, die Chrissy, die ist schon lecker. Die ist lecker. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, bei Diogo sind einfach alle lecker, die sich an ihn ranschmeißen. Das schmeckt mir. Sorry. So, dann gab es natürlich eine kleine Duschsession. Es wurde ein bisschen rumgemacht. Es wurde hier gehalten, weil es ist auch ganz schön rutschig auf dem Fußboden. Und Halil sagt das schon zu Tommy, ne? Ich habe die nicht gefunden. Was ist, wenn die jetzt duschen sind? Nein. Das macht doch der Diogo nicht. Ich weiß ja nicht, wo er seine Fakten her hat, aber der Diogo macht das. Und dann wurde natürlich geguckt. Und es ist aufgefallen, er spricht mit Chrissy. Was hast du gemacht? Ja, ich war duschen. Alleine. Ja, okay. Dann darf 5-mal nachfragen. Ja, Diogo war dabei. Aber mehr nicht, Alter. Und dann fragt sie noch, was denkst du, warum ich das mache? Ja, weil du mir eins reinwürgen willst. Und bevor sie geantwortet hat, dachte ich so, Halil, was denkst du, wer du bist? Warum soll sie das machen, nur weil sie dir eins reinwürgen will? Und sie sagt, ja, doch. Deshalb. Naja, ja, doch, aber es war ja klar. Also das, was Halil vorher schon so hat blicken lassen, wie sehr sie wohl verarscht hat und. Ich meine, sie ist ja dann auch noch ausgerastet. Völlig zu Recht an dieser Stelle, Chrissy. Komplett zu Recht. Dem Typen mal richtig die Meinung gegeigt. Aber es wäre halt geiler, wenn du dann auch, wenn es Diogo ist, bei Diogo bleibst. Aber wenn ihr dann in den Boom-Chaka-Laka-Room geht und dort Boom-Chaka-Laka macht und du danach aus allen Wolken fällst, als es hieß, ihr hattet Sex und du sagst, nein, was, nein. Hä, warum sagst du das? Ich hab das geguckt und dachte so, hä, hab ich jetzt kurz was verpasst? Ich auch. Also die hatten doch auch gerade Sex oder hab ich, ja. Ich dachte so, what the fuck, sind wir jetzt bei Inception? Welche Ebene habe ich nicht mitbekommen? So. Ich habe dieser Abend kam für mich vor, als würde der 10 Stunden gehen, ja. Weil es war ein Auf und Ab. Erst war sie bei Diogo, dann hat sie mit Diogo in der Dusche was gehabt. Dann hat Halil unten ein kleines Problem mit ihr gehabt, dann haben die gesprochen. Dann war sie im Chakalaka-Room. Wie lang ging denn dieser Abend und wie hat sich Chrissy denn da gegönnt gerade? Also nee, und ich wäre, also ganz ehrlich, ich hätte gerne mal noch die anderen Beteiligten oder betroffenen Personen gesprochen. Betroffenen? Wie saßen Till, Roxy, Hannah und Lara einfach alle an der Bar? Und haben sich so rübergeguckt und dachten, also die hätten ja durchgängig nur so gucken müssen. Weil gefühlt war ja ein Betrieb in diesem Haus.
Also wir hatten Vanya, oh, einfach auch so weitermachen. Wir hatten Vanya und Erik. Wir hatten Roxy und Erik auch noch ganz kurz. Dann halt Chrissy, Djoko, Chrissy, Halil. Dann noch irgendwo mittendrin Celine. Die, stimmt, die gibt es eigentlich auch noch. Aber die hat, das muss erstmal was heißen, wenn die sich in der Folge eigentlich recht zurückgehalten hat. Ne? Und wir haben ganz wenig nur von Till und Hannah gesehen, zu meiner Freude. Aber das, was gezeigt wurde, der wurde die Babysprache wieder aktiviert. Das Baby wurde wieder angestellt im Kopf. Und Baby, Baby, ich würde aber so gerne mit dir noch mein ganzes Leben verbringen. Wo schläfst du heute? Schläfst du heute bei mir? Und sie sagt, mal gucken. Nee, da wird nicht geguckt. Und dann wird der sauer. Und haut doch nicht wirklich die Müsli-Schüssel. So, mach dir einfach kurz rüber. Wusch. Mann, ey, aber ich will doch mein ganzes Leben mit ihr verbringen. 60 Alter. Jahre noch und ganz viel kuscheln. 60, 70, 80, bis 90, 92. Bis zur nächsten Party. Ja. Ich mach mich so sauer. Okay, was ich, Tommy und Sandra haben auch mal wieder angeklippert und Sandra fühlt sich so safe. Die, weißt du, die ist schon so in dem Modus, dass sie vor anderen Leuten sagt, du, der lacht einfach immer, ich kenne den, also der lacht dich jetzt nicht aus, der lacht einfach immer. Ja, stimmt, also, da habe ich auch gedacht, so, sie versucht, anderen anscheinend fremden Personen zu erklären, wie Tommy tickt, weiß aber eigentlich selber null, wie Tommy tickt, denn er ist immer hintenrum so, ja, wir verstehen uns schon richtig super, aber... Hier sind halt so viele geile neue Weiber. Die will ich halt auch alle kennenlernen. Mm. Na, je suis Marie, ma be. Wie er auch sagt. Wie er. Aber come on, ne? Nee, und dann denke ich mir, Tommy, du bist so eine Labertasche. Das hören wir seit Folge 2, dass du dich nie festlegen willst und dass hier so viele geile, tolle, neue Weiber sind. Weiber finde ich überhaupt ein schlimmes Wort. Du machst aber mit niemandem was. Also er bleibt ja trotzdem immer bei Sandra. Oder hat er denn mal ernsthaft... Im Interview so. Ja, yeah, hat er denn mal ernsthaft mit einer anderen richtig geflirtet oder irgendwas gemacht? Noch außer nicht. Mit Tara auf dem Date. Oh. Aber er geht ja nächste Woche mit Vanessa, glaube ich, auf ein Date. Und es könnte natürlich sein, dass da ein bisschen was abgeht. Ich fand es auch nur wieder super lächerlich, dass er sagt, Halil, der wechselt ja seine Meinung, wie ich meine Unterhose. Also jeden Tag. Ich denke mir so... Du wechselst deine Meinung sekündlich. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ich verstehe auch diese Logik nicht, dass er ja trotzdem versucht, Sandra zu behalten und immer so sagt, naja, und danach, ich könnte mir das schon vorstellen. Sie sieht das doch dann. Und Sandra wird dann bestimmt auch sagen, nee, kein Bock auf sowas, also ich sehe Sandra und Tommy gar nicht miteinander. Zero. Ich denke aber auch, dass Hannah hoffentlich weiterhin standhaft bleibt. Wenn Tommy wiederum Scheiße baut, sehe ich eventuell... Sandra und Till. Es ist gerade ein bisschen wild, aber ich habe es jetzt einfach mal hier in den Raum geworfen. Bitte nicht. Nee, das ist für mich ein Horrorszenario. Ich sehe Till nämlich damit für mich ja auch. Das stimmt. Gut, währenddessen hofft Prince natürlich, dass jetzt mal endlich eine Frau kommt, die ihn mag. Fand ich ja schon fast ein bisschen süß, wie er das gesagt hat, obwohl ich es gar nicht wollte. Aber irgendwie, weil er sich so zurückgehalten hat, fand ich gut. Und sonst ist ja auch nicht viel passiert, ne? Es kommt eine neue Ex. Persona am Ende noch. Aber mich wundert es trotzdem, weil ich hatte das Gefühl, also wir sind jetzt bei Folge 8, ne? Ja. Klar müssen ein paar auch bleiben. Ich hatte aber einfach das Gefühl, dass letztes Jahr oder bei der ersten Staffel die Leute viel zackiger einfach auch so rausgeflogen sind. Wo du nichts verstanden und hast und genau das war das Ding. Und auch einfach zack, ja, hier war, ist noch einer. Das stimmt. Und ich habe gerade das Gefühl, es kommen die ganze Zeit nur Leute, weil gegangen wurden, sind ja erst zwei. Ja, so, also nächste Folge 8 muss eigentlich auch mindestens eine Person, wenn nicht sogar zweimal, wieder rausfliegen. Einfach, um da ein bisschen mehr Luft reinzukriegen in das Ganze. Es kommt aber der Ex von Celina und Djoko ist so im Zwiespalt, hatte ich das Gefühl. Ne? Er sagt so wie, wir sind nicht zusammen, klar, kann da kommen, ist kein Problem. Aber gleichzeitig sagen, und das ist der, wo du sagst, der sieht mega gut aus, der läuft schon gut. Das ist der Hübsche, das ist der mega Hübsche. Und sie, aber ihre Antwort fand ich gut, sie sind, ich finde den übelst geil. So, das ist mein Typ. Und er so, okay, ist klar. Also ich, man hat auch schon in der Vorschau der letzten Folge, von Folge 7 eigentlich für Folge 8, genau, hatte man aber auch schon gesehen, dass Djoko tatsächlich diesen typischen Macho-Move macht oder Fuckboy-Move, wo er dann sagt, ah, scheiße, jetzt so ist ihr Ex-Freund da, nervt mich jetzt irgendwie schon mehr, als ich dachte.
Komisch. Ist irgendwie immer so. Kann das sein? Ist das eine Möglichkeit? Naja, mal gucken, wer sich diesen jungen Mann krallt. Selina ist ja eigentlich frei. Roxy hat ja auch noch freie Kapazitäten mittlerweile. Vanessa findet irgendwie überhaupt nicht statt. Vanya wurde auch aussortiert. Also Lara? Wo war Lara? Ist die noch drin? Also, hörst du mich? Ja. Ach so, gut. Angeblich sind ja auch alle super scharf auf Vanessa. Ja, ich weiß, aber man merkt es nicht so ganz bisher. Nee. Gut. Ich denke mal, ja, da kommt also noch einiges gespannt, auf uns zu. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich stelle hier eigentlich keine Prognosen mehr an, weil, also, wir warten einfach ab. Ne? Was uns TV Now hier noch so zu bieten hat in der diesjährigen Staffel. Bleibt spannend. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen besser gestimmt, wo ich weiß, es gibt nicht mehr so viele Folgen. Da kann jetzt gerne noch mal einer rausgeknallt werden. Bin ich bereit für, ist kein Problem. Gut. Dann, gestern ist unsere 69. Breaking Trash Folge erschienen. Morgen wird dann Martin nochmal seinen Senf zum Germany's Next Topmodel Finale dazugeben. Findet ihr dann in den Stories, vielleicht auch in den Reels. Ansonsten, ihr kennt das Prozedere, Tessa. Liken, teilen, kommentieren. Folgen, wenn ihr es noch nicht tut. Überall, wo ihr uns finden könnt, bei Social Media. Wir sind eigentlich überall. Müssen wir es immer aufzählen? Nein. Aber wenn ihr es an dieser Stelle noch nicht gemacht habt, seid mal ein bisschen crazy, ein bisschen loco. Macht das mal zum Freitag. Gucken, was passiert. Was denn, uns folgen? Ja, uns folgen. Oh. Überall. Okay, gut. Außer auf dieser. Dann, schönes Wochenende. Schönes Wochenende und seid so, wie ihr bleibt. Bis nächste Woche. Ciao.